Hallo Leute, hier möchte ich euch mal zeigen, dass mittlerweile der Prinz von Clash Royale bei eBay erhältlich ist und zu einem wirklich akzeptablen Preis. Also da kann man wirklich sagen, dass das passt soweit. Ich habe immer mal das im Auge behalten. Gibt es da neue Figuren und so weiter und so fort, Clash of Clans mäßig und eben auch Clash Royale. Und wie gesagt, Prinz jetzt am Start. Sieht wirklich von Bildern her richtig, richtig nice aus. Ich zeige euch danach nochmal einen Ausschnitt von meiner Queen, die ich ja mittlerweile seit über einem Jahr habe, die halt wirklich von der Qualität her super top ist. Und wie gesagt, die Bilder sagen, denke ich mal, auch alles. 16,5 Zentimeter, das passt. Also das ist schon, ja, mit meiner Queen halt vergleichbar. Ich glaube, die war 15,5. Also richtig, richtig cool. Ich meine, der ist ja mit der Lanze. Dann, ja, das sollte ungefähr um und bei dasselbe sein. Wie gesagt, qualitativ finde ich es richtig gut. 22,80 kommt aus China irgendwo. Versand auch 4 Euro. Also das passt soweit. Also wie gesagt, da definitiv mal gucken. 8 Dinger sind noch verfügbar, 2 sind verkauft. Ich zeige euch das mal. Clash of Clans. Und dann kann man, wenn man Figur eingibt, teilweise findet man was, aber teilweise eben auch mit Figure auf Englisch dann halt, dann sieht man da immer hier und da ein bisschen was. Hier 36 ist meiner Meinung nach zu viel auf jeden Fall. So der Standardpreis sind so eigentlich, ja, so um und bei 20 Euro für eine normale Figur, aber mittlerweile auch der Riese am Start und der Golem auch in einer besseren Ausführung, wie er früher mal war. Wie gesagt, viel Spaß damit. Wenn euch das interessiert, einfach mal bei eBay Clash of Clans oder Clash Royale eingeben. Wie gesagt, der Prinz neu am Start. So, hier sind nochmal die Queen, die ich halt habe. Und wirklich qualitativ mäßig ist das halt echt schon richtig, richtig cool. Das wirkt nicht irgendwie billig oder sowas. Und wie gesagt, die Bilder, die ich jetzt wirklich in der Auktion gesehen habe, sind halt auch echt, ja, dementsprechend, wo ich sagen würde, oh ja, das kommt mit der Qualität, sollte das ungefähr hinkommen. Und von daher echt für den Preis meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Also jeder, der so Clash Royale mäßig unterwegs ist, da ist der Prinz definitiv eine Option, preis-leistungsmäßig auch. Also wie gesagt, sonst hat man ja immer gerne mal welche, die halt da für 50 Euro angeboten werden. Aber das ist echt eine Option. Das war's von mir. Wie gesagt, ich hoffe, es war was für euch. Macht's gut. Ciao.